Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde The Samaritan Paradox. Ja, ich durfte noch mal ein bisschen alles nachspielen, weil ich Escape gedrückt hatte. Das Spiel verträgt das irgendwie nicht. Aber auch nicht immer. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ja. Wir müssen nach dem Next-Tipp suchen. Ja, da ist ja das Wahrscheinlichste, dass der hier irgendwo auf der Insel zu finden ist. Und hier Bunker, Wochenendhaus, Bootshaus, da ist der ja eigentlich überall nicht. Da sind ja keine Leute. Ich würde sagen, wir fragen mal den Lebensmittelhändler nach dem Max, weil das macht am meisten. Hör schnell zurück. Ja, wir aber auch, oder? Hello there. Oh, hello. I should go. Okay. Please. Kann ich hier mit dem mit ihm? Kannst du mir nicht wenigstens sagen, dass es nicht funktioniert, Spiel? Das ist. Können wir nicht mit ihm reden? Haben wir noch jemanden? Hier kommen wir nicht rein. In der Gemeindehalle. Der Typ sitzt ja nicht mehr da. Ach so, sie ist aber da. Moment, Moment, Moment. Durchschlag mit Kellner nicht benutzen scheint nicht wichtig. Was? Aber das ist unser einziger. Vielleicht können wir sie direkt darauf ansprechen. Hi there. Hello. Nein. Das ist I'm off. See you later. Take care, dear. Das ist doof. Mit wem kann ich denn sonst darüber reden? Oder haben wir einen neuen Notizeintrag? Warte mal. Ach, ich hätte in meine Notizen reingucken sollen. Hello there. Oh, hello. Habe ich aber nicht mitbekommen, dass wir einen neuen hatten. Oder? Ne, der letzte ist immer noch Jonathans Boot. Oh, Max hat uns gesehen auf das Boot. Reicht das Do you als. know anyone called Max? I think Anita has a neighbor called Maximilian. You should ask her. Anita, that's the lady serving coffee in the church hall. Oh, okay, thank you. Okay. My pleasure, mate. Ja, und dann müssen wir zu der Kellnerin zurück, bei der wir gerade waren. Oh, Mann. Das ist natürlich super. Sekunde. So. Dahin. Excuse me. Über die Entfernung, okay. Hi there. Hello. Sekunde. Oder auch Jonathans Boot? Do you know someone called Max? Well, there's a certain Maximilian renting the house next to mine. Why? What can you tell me about him? He's a retired photographer. He comes here once in a while and takes pictures of the archipelago. I think he's left the island for the season, though. Any idea where I can find him? I happen to know that he's showing some of his pictures at a posh restaurant down by the Red Rock. It's impressive that someone so old, hardly any eyesight left, can still take such good photographs. He basically knows where to aim the camera without even seeing what's there, and the photos turn out wonderful. That's impressive. You might be able to catch him there, or at least admire his works. Thanks a lot. You're welcome, darling. Also auf zum Red Rock? Was ist You're denn Red welcome, Rock? honey. Also, ich meine, ich kenne den Red Rock, aber was ist in diesem Zusammenhang denn bitteschön? Ist es hier auf der Insel oder ist es dann auf dem Festland? Okay, scheint wohl auf der Insel zu auf dem Festland zu sein. Da, Red Rock. Graffiti. Gut, gucken wir uns erstmal das Graffiti an. Oh, da ist aber schnell.
Ich lese mir mal einige Nachrichten. Atomkraft? Nein, danke. Rechte Maus sagt mir, die Wand ist voll von Graffiti. Ich lese mal einige der Nachrichten. Schweden aus der NATO. Wie ironisch, Schweden ist gar nicht in der NATO. Ich lese mal einige Nachrichten. Alle macht jedem. Okay. So, wie jetzt raus aus Afghanistan. Okay, nochmal. Nochmal. Schweden raus aus der NATO. Mit großer Macht kommt große Arroganz. Stimmt. Das stimmt leider. Das. Ja. Okay. Ah, hier haben wir Fotos. Die sind von einem gewissen Maximilian Hjortlund signiert. Ich erkenne jedoch nicht, was an diesem besonders sein soll. Da sind einige schöne Fotos an der Wand. Okay. Oberkellner. Hello there. Hello. Sie haben nette Fotos hier im Foyer. Thank you. Do you know the photographer? I believe they're rented from a local picture agency. I heard the photographer is nearly blind. He just points his camera and shoots. Fascinating. Table for one, please. Are you a wedding guest? No, I'm not. Then we can't offer you a table tonight. The restaurant is fully booked. Okay. Goodbye. Goodbye. Hier ist ein Boot in der Ferne, aber ich kann die Gesichter nicht erkennen. Hier sind, diese sind von einem... Ah, okay. Sekunde. Dann wird das wohl dieses Foto sein, um das es für uns geht. Hier ist ein Boot in der Ferne, aber ich kann die Gesichter nicht erkennen. Fenster, Lampe... Okay, okay. Ah, okay. Ein kleines Fenster ist oben an der Wand. Es kann mit dem. Ja, ich glaube, dass der Kerl es. Dass der Kerl es. Ich glaube nicht, dass der Kerl es mögen würde, wenn ich seine Sachen anfasse. Vielleicht könnte ich dafür sorgen, dass er den Hebel benutzt. Oh, zum Beispiel, indem wir es mal hochdrehen hier, die Temperatur. Der Oberkellner kann mich hier nicht sehen. Drehen wir die Heizung auf. So. Warten wir ein Momentchen. Vielleicht sprechen wir ihn drauf an, dass es hier so warm ist. Hello there. Hello. Haben Sie eine Lupe, die Sie mir bauen können? Do you have a magnifying glass I could borrow? No, I certainly don't. And if you don't belong to the wedding company, I suggest you come back another night. All right. Goodbye. Goodbye. Okay. Jetzt ist das zwar offen. Jetzt wird das so. Ich kann den Wind draußen hören. Scheinbar findet der Oberkellner, dass es genug gelüftet ist, okay? Natürlich wird die Temperatur bald wieder steigen. Das heißt, ich habe da immer nur eine gewisse Zeit, um irgendetwas zu machen. Nur was? Ich habe eine Idee, die das Öffnen der Tür beinhaltet, aber ich muss es gut timen. Ah, okay. Dann müssen wir warten. Und zwar, wenn der das Fenster öffnet, jetzt. Die Tür öffnen würde Durchzug schaffen. Bingo. F-
fantastisch. Boah, wow, also auf die Idee muss man erst mal kommen. Also jetzt in der Realität, das beabsichtigt zu machen. Wow. Okay, schauen wir mal. Die Linse kann als Lupe genutzt werden. Und das ist Jonathan, wie er im Boot sitzt. Und bei ihm ist... Das muss Veronika sein, die Hauspflegerin. Sie war im Boot mit Jonathan am Tag, an dem er starb. Okay. Ist ja gut, du kannst damit wieder aufhören. Super. Wir haben jetzt mit der rechten und der linken Maustaste draufgeklickt und jetzt weg. Super. Haben wir jetzt eine Notiz dadurch bekommen? Nö. Okay. Okay, ob ich die rechte Maustaste drücke oder die linke, da kommt der gleiche Text. Im anderen kann ich jetzt gehen. Ja, können wir. Kann ich. Ah, hier, Exit. Da. Vielleicht sollten wir darüber mit der Privatdetektivin sprechen, ehrlich gesagt. Weil für sie ist das so eine interessante Nachricht. Ich meine, das kann für sie bedeuten, jetzt, dass der. Dass der. Excuse me. Hi there. Hi, Ord. Sein Geld kriegt, weil der Vater tatsächlich ermordet wurde. For now, I don't know more than I've told you. But if you should get a hold of information concerning his death. Ja, hab ich. Hä? So Veronica was in the boat with Jonathan. Obviously, this makes her the prime suspect in my eyes. I wonder what her motive was. I'll have to investigate this thoroughly. Since you helped me with the case, I guess I owe you this piece of information. He has an overnight flat downtown. Let me check the address. East Harbor Street 14, flat number 71. Thank you. I'll contact you when I've made any progress with the case. Glad I could help. Ich denke, Veronika steckt jetzt in echten Schwierigkeiten. Ja, ich denke auch. See you around, Ord. Ganz ehrlich, wir lösen einen Mordfall, suchen nach diesem Zeug und wir sind eigentlich irgendwie so ein, ja, na gut, ich meine, Kryptologe ist natürlich schon jemand, der viel mit gewissen Fähigkeiten halt arbeitet, klar, aber trotzdem, das ist, eigentlich wirkt er halt mehr wie so jemand, der keinen Antrieb hat, der mit seinem Studium nicht vorankommt und so. Ja, passt. Wenn das der Schlüssel zu Patricks Wohnung ist, dann muss Patrick an Bord der Wyvern gewesen sein. Ach ja, stimmt, da hatten wir ja den Schlüssel her. Ich habe jetzt gerade mal so, ohne irgendwie nachzudenken, den Schlüssel benutzt, weil das mir die einzige Möglichkeit schien, was es sein kann. Wo hatten wir den Schlüssel auf der Wyvern her? Wo hatten wir denn den Schlüssel gefunden? Ach, in dem Mantel drin, ne? Patricks vorübergehende Wohnung ist schick, aber sehr verwüstet. Ach, guck mal, da ist schon wieder der Trenchcoat. Ein paar Bücher verwüstet. Was ist denn hier dran verwüstet? Eher leer. Ein Reiseführer von der arabischen Halbinsel und einige Krimis. Einige Bücher liegen in dem ansonsten leeren Regal. Ich meine, hier ist einfach nichts. Er ist wahrscheinlich noch nicht weit weg. Hä? Ich bezweifle, dass es hier noch etwas ist, was ich brauche. Er ist wahrscheinlich noch nicht weit weg. Ich sollte mich beeilen. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Mit der Aussicht muss ich nichts tun. Die Wohnung hat eine schöne Aussicht über die Innenstadt Göteborgs. Schublade. Prüf mir die Schublade. Oh, auf Anhieb Glück gehabt. Es ist nur eine Sache in der Schublade. Ein Stapel Dokumente betitelt mit Kapitel 3. Oh. Well, oh well. Seems it was a wise decision stopping the ship and checking back here. I'm sorry, but I'm not in a position where I can let a burglar get away. It's nothing personal.
Verdammt, das war wirklich sorglos, einfach so in die Wohnung zu gehen. Keep your hands where I can see them and walk slowly to the sofa. Stun gun. He's probably out for a little while. Take what you need. We need to bail. I'm pretty sure he's not alone. I think you just saved my life. We can get emotional and shit later. Now chop chop. I'll keep a guard outside. Hurry up with whatever you need to do here. Ich nehme mir einfach das dritte Kapitel. Ja, ich denke aber, wir sind durch. Mehr brauchen wir hier nicht, denke ich mal. Da habe ich eine Errungenschaft bekommen, verdammt. Was war das? Hust. You go ahead and scram. If Patrick has company, they'll wait downstairs. We shouldn't be seen together. He never saw me. I can pretend I just came to visit him. Are you sure? Look, just do as I say. Patrick has seen you now, but he probably has no idea who you are. If he wakes up, I can stall him for some time, but you need to get the hell out of here. All right. Moment, das ist Patrick Bergwehr? Hab ich das... Hey, I'm doing this as quickly as I can. Ich verlasse das Gebäude so unschuldig aussehend wie möglich und mache mich auf zur Straßenbahnstation. Das war jetzt... Das war doch jetzt wirklich Patrick Bergwell. Das habe ich gar nicht gecheckt. Es stellt sich heraus, dass Sarah... Genau, das ist nämlich der Patrick. Der Typ... sagt... Aber, hä? Der hat sie engagiert als Privatdetektivin? Vielleicht wusste der, dass er, der Vater ermordet wurde, gerade weil er halt da auch so dran beteiligt ist. Entschuldigung. Das kann natürlich sein. Ja gut, die letzte Sache, die wir jetzt noch haben, ist Kapitel 3. Beginn zu lesen. Passt auf, das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind bei 18 Minuten, das passt ganz gut. Wir fangen mit dem Buch Kapitel 3 in der nächsten Folge. Dass ich das nicht gecheckt habe, was sie meinte mit Patrick hat da eine Wohnung. Und trotzdem war ein Glück hat der Schlüssel gepasst, ne? Also, ja, wo sollte der auch sonst hinpassen? Ah, Mann. Ich dachte halt so, ja, wir haben ja den Schlüssel. Aber ich habe echt nicht gecheckt, dass das Patrick ist. So. Okay, entschuldigt. Eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sadi. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao. Tschüss. Bye, bye.